Hallo? Hallo? Peter Baseo? Grüßt euch. Willkommen, willkommen, willkommen zum heutigen Stream. Es ist mal wieder Zeit für eine genüssliche Nuzlocke. Für eine genüssliche Nutzlogge. Ja, wir starten heute eine neue Nuzlocke. Pokémon Volt White 2 Redux. Reduktion. Der neueste Streich von Draiano. Gibt's seit März, glaube ich, zu spielen, wenn ich mich nicht irre. Gefällt mir, gefällt mir. Wir machen heute, wie gesagt, ein bisschen Nuzlocke-Action. Und ich freu mich drauf. Wird, glaube ich, wieder eine gelungene Abwechslung. Hatten wir jetzt auch schon wieder seit längerem nicht mehr. Ich habe mir überhaupt nichts durchgelesen im Sinne vom Changelog. Das müssen wir dann alles gleich später rausfinden. Machst du eigentlich die Höhenleiter? Ich habe keine Ahnung von dem Game. Du hast mich indirekt gerade gespoilert. Ich weiß es nicht. Ich habe mir nichts dazu angeguckt. Ah, guck mal, jetzt kriege ich die Keys, ne? Den Easy Mode. Also wenn vielleicht der erste Run zu schwer ist, Leute, müssen wir vielleicht doch in den Easy Mode wechseln. Und der Hard Mode, ne? Also meine Überlegung war eigentlich, wir machen erst einen normalen Run und dann können wir vielleicht in Blaze Black 2 den Challenge Mode machen. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, wie gesagt, die normalen... Ja, Standardstarter. Okay, was nehmen wir denn? Dann nehmen wir doch Snivy. Okay, ich finde die Idee der Twitch-Emotes eigentlich ganz geil. Naming-Theme Twitch-Emotes. Let's go. Contrary, minus Speed plus Death. Eigentlich fein. Gefangen im Premierball. Da hat aber jemand Geschmack. Let's see how good a trainer you are. I use my Teppich that I raised from an egg. Heimlich Eier ausgebrütet, ich merke schon. Teppich from the egg. Teppich from the egg. Ah, nice. Aber ihr könnt mir schon mal die Level Caps rausschreiben. Charon ist Level 13. Level 13? What the f***? Aber Charon kommt ja auch relativ früh, oder? Okay, was wird denn unser erster Encounter? Ich glaube nicht, dass... Oder hoffe nicht, dass da groß was anders ist. Okay. Taubsi ist... decent. Easy going. You're busted. Okay. Big Packs protects the Pokémon from defense lowering attacks. Okay, Tackle genervt? No, Tackle noch nicht genervt. Lol. I have a Pokémon that can help you. Do you want it? Ja. Habe ich gerade richtig gelesen? Habe ich gerade richtig gelesen? Habe ich gerade richtig gelesen? Und dann Pogchamp. Oh Gott. Dass PogChamp für so ein Pokémon gewastet wird. Warum regnet es jetzt hier eigentlich random? Was soll das? Ich meine, für PogChamp ist das natürlich ganz gut, wenn ich dir jetzt vorher trainieren will. Never mind. Wurde gebaitet. Oh, ich kann nicht rauswechseln, ne? Oh no, wenn ich... Okay. Ging schon mal gut los hier. Leben am Limit, das Ding. PogChamp Level Up, kriegt aber null Spezialangriff. Och nö, habe ich ein Minus Spezialangriffswesen? Och nö, ich habe ein Minus Spezialangriffswesen. Deswegen mache ich auch so wenig Schaden. Bin auch ein guter Witz SW-Spieler. Fand ich gut. 6 von 10. Guck mal, unser neuer Encounter. Ich weiß gar nicht, was das Ding hier kann in dem Game. Okay. Eichel used Harden. C-Dot used Harden. Keck, wait, das Ding kann Counter?
Das ist eigentlich nicht schlecht. Damit kann man einiges anfangen. Vor allen Dingen auch gegen Charon. Weil die meisten, meisten Normalangriffe sind physisch. Das heißt, mit Konter könnte man da ein bisschen was reißen. Come Jam. Ich freue mich schon auf entmonetarisierte YouTube-Videos. Oh, neutrales Wesen, okay. Pickpocket. Steals an item when hit by another Pokémon. Okay. Das Ding kann Rollout und Tackle. Also ein bisschen mehr, als es normalerweise kann. Und Counter natürlich. Dann wollen wir mal. Ihr wisst, was ich will. Okay, das ist gut. Das ist gut. Wenn es Kraftkoloss hat, ist es OP. Hallo? Azumarill ist OP. Ja, in den anderen Spielen sieht es aber nicht so traurig aus. Das sieht ein bisschen happy aus. Kappa Ross also. So, er hat es Kraftkoloss, ist die Frage. Wobei ich nicht weiß, ob Modest Nature. Warum ist das nicht Radical Red, Mann? Wenn es Radical Red wäre, wären mir die Wesen egal, weil ich sie jederzeit ändern könnte. Ich glaube, jetzt kam Rivalenkampf oder so. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas kam jetzt hier auf jeden Fall. Oh, nice! You've come here to toughen up! Alright, let's see how much stronger you've become. Come with me! Oh, wait. Eigentlich bräuchte ich dann aber... Ah, das war jetzt eigentlich nicht so schlau. Weil ich Bersot eigentlich gegen das Teppich brauche, ne? Ja, eigentlich brauche ich Bersot gegen das Teppich. Es regnet, von daher... Oha. Feldpower Bonus OP. Oha. Feldpower Bonus OP. Guck mal, jetzt kommt der vegetarische Cousin von Bersot. Vegison. Tja, meine Verteidigung kannst du nicht senken, du Keck. Windstoß! Bam! Gut, war jetzt nicht gleich ein One-Shot, aber gut. So, Switch to Bersot. Gegen Teppich. Haben wir auch etwas gegen Glut zum Beispiel. Smog! Keine Vergiftung bitte? Okay. Das sollte guten Schaden anrichten. Plus die Verwirrung. Calculated. Und jetzt wird er sich in der Verwirrung selber treffen und sterben, wollte ich gerade sagen. Aber nee, er wird sich nur in der Verwirrung selber treffen. Auch nicht. Bersot wie immer am Carrying. Bersot ist so ein richtiger Giga-Chat. Rasiert! Halt jetzt meine Pokémon. This here oder this here egg what? Okay. English, do you speak it? Also ich verstehe das nicht. Warum nehmen sich Spiele, die nach Radical Red erschienen sind, nicht Radical Red als Beispiel? Was solche Einstellungen angeht. Ich glaube, beim DS ist das schwierig umzusetzen. Könnte sein. Oh, let's go. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ein Mystery Egg. Wahrscheinlich Elekid, Kusilla, Magby, irgendwie sowas, oder? Irgendein Baby-Pokémon. Sass. Drei Pflanzen-Pokémon. Die nächste Arena, also Arena Nummer 2, ist eine Gift-Arena. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Nenn es Clueless. So, ich kann jetzt, glaube ich, keine weiteren Pokémon mehr bekommen, ne? Ich habe jetzt alle Pokémon bekommen, die ich hätte bekommen können. Und ganz ehrlich, irgendwie finde ich mein Team absolut scheiße vor dem ersten Arena-Fight. Vor allen Dingen, wenn die Level Cap 13 ist. Was du willst, Männert gar nicht. Ist so. Ist so, Digi. Uff, das Ding hat Hustle. Das Ding hat Hustle.
Hustle, Loyalty and Respect. Uff. John Cena! Da, 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 da. My time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. Eisenballin. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber das ist okay. Kopium. Das hat Regi abgelenkt. Ich glaube nicht, dass es was mit Ablenkung zu tun hat. Das Problem ist einfach, dass es eine... Also, was mich jetzt schon wieder abfuckt ist... Und das ist das Problem, was ich seit Radical Red... Also, ich habe es am Ende von Radical Red schon... Ich hab's predicted. Ich hab gesagt, jedes Spiel, was ich nach Radical Red jetzt spielen werde, wird mich abfucken, weil diverse Features einfach nicht vorhanden sind. Ja? Features wie zum Beispiel das mit der Level Cap, weil das regt mich jetzt schon wieder auf, weil ich muss aufpassen, was ich benutze. Ich darf Bearshorn nicht benutzen, weil ich auf eine Level Cap aufpassen muss. Was mich wieder total ankotzt. Und was ebenfalls super scheiße ist, ist mein Team. Mein Team suckt. Aber ich glaube, ich kann mit Kamjam ein bisschen was machen. Wow. 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 Quick Attack into... Quick Claw into Counter. Okay, das ist... Okay, wir machen jetzt aber zuerst eh Roxanne. Und noch nicht Jaren. Hier Pokémon. Okay, da muss ich auf jeden Fall rausgehen. Zum Beispiel auf Kappa Ross. Genau deswegen, wegen Bugbite. Wir sind ja Fairy-Type, von daher passt das. Oh, Metaclaw crittet mich. Ah, okay, das tat weh. Scheiße. Wir machen viel Damage. Lilliep. Okay, da muss ich jetzt eh raus. Ich muss mir überlegen, wie wir das am ehesten machen. Wahrscheinlich Kamjam. Okay. Okay, da hat er mich predicted. Du Lump. Grassnot, okay, das ist fein. Ich weiß nicht, warum Grassnot, aber das ist fein. Aber es macht halt keinen Schaden, ne? A Mega Pint. Vielleicht benutzt er jetzt auch extra nicht mehr. Rocktomb wegen hier meinen Dingens. Levelt Kamjam jetzt nicht durch den Fight über Level 13? Ne, warum? Kamjam ist ja am Anfang Level 13. Ich weiß jetzt nicht, warum er die ganze Zeit nicht mehr was anderes benutzt, aber das ist gut für mich. Und ich merke aber auch, dass hier EVs auf den gegnerischen Pokémon verteilt wurden und die gute DVs haben. Wie bei Radical.
mit den Arena-Leitern. Also die haben Competitive Sets. Ich merke sie jetzt schon. Und das ist gerade am Anfang sehr auffällig. Oh no. Rip Run. Oh come on! Was ist das denn? Was? Habt ihr mein Team gesehen? Was soll ich denn dagegen machen? Also ich habe eine Win Condition. Die Win Condition ist Counter jetzt, ne? Er hat jetzt Flying Gem, Akrobatik wahrscheinlich. Ne? Flying Gem, Akrobatik wird er jetzt wahrscheinlich haben. Und egal, was ich jetzt mache, ich kann nichts reinwerfen. Das heißt, meine einzige Win Condition ist Counter. Oh! Pock! Die harte Eichel carried. Die harte Eichel, sie carried. Die harte Eichel carried, meine Damen und Herren. Die harte was? Die harte Eichel. Eichel aus Stahl, ist so. Nice, habe ich natürlich gewusst. Habe ich natürlich gewusst, ein guter Pokémon-Spieler weiß sowas. So, jetzt müssen die Egelsamen landen. Nope. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Aber du machst mich schneller, das ist gut. So, und das sollten wir jetzt eigentlich in der Tasche haben. Vermag ich zu sagen. World 098 ist Seat 6 Monaton dabei. So Mac das ein Champ Regisai Regis Smash. Yo, World Zero! Vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Willkommen zurück, Buddy. Dankeschön. Finch? Crit. Crit einfach. Crit einfach und finish this. Nice. Kriege ich jetzt irgendwas? Was? Nee, 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 nee. Was? Theoretisch hätte ich Frustration, aber ja. Aircutter, uff. Das zwiebelt schon. Vor allen Dingen, weil es eine High-Crit-Chance hat. Aber ich muss mir unbedingt was gegen diese Flug-Pokémon einfallen lassen. Alter Verwalter. Da wird hier der Hund in der Pfanne verrückt. Uff, Teddiosa. Eieiei. Das kann auch wehtun. Teddiosa kann auch wehtun. Oh. Oh. Muss ich Pogchamp einsetzen, auch wenn der über Level Cap ist. Jesus, wie viel Schaden macht das denn? Tötet mein komplettes Team auseinander. Ja, das ist eigentlich wieder nur, weil ich einen Flinch kassiert habe. 30%. Das ist eine Situation, wo ich lieber Notdünger hätte. Oh, natürlich. Perfekt analysiert, beste Condition gesehen, aber nein.
Gute Plays werden natürlich wieder nicht belohnt. Ja, ist halt alles halb tot, ne? Wohl wieder was rippen müssen. Ja, der Run ist over. Pommels. Bester Mann. Ah, warum bin ich so lucky in diesem... So unlucky in dem Game. Ey, ich fand das Team gar nicht so schlecht. Eigentlich. Wir hätten nur ein bisschen... Bisschen mehr Glück gebraucht, sage ich mal, letzten Endes. Ein bisschen mehr Glück und das wäre eigentlich alles easy. Ja. Passiert. Die Hacks sind zu strong. Neuer Run, neues Glück, I guess. Also, Snivy hat mir nicht so gut gefallen am Anfang, weil man am Anfang sehr viele Pflanzen-Pokémon bekommt. Und eigentlich hat mich Teppich noch nie enttäuscht. Eigentlich hat mich Teppich noch nie enttäuscht. Keck weh. Oh Mann. Timid Nature. Plus Speed, minus Attack. Wo kam das denn her? War es? Was? War das echt schon vorher da? Und ich hab's nicht mitbekommen. Hä, ich hab's eben echt nicht mitbekommen. Naming Theme sind Twitch Emotes. Nenn es Morb. Okay. Kekway, kriege ich nicht hier noch den Affen von irgendwem? Monkey Flip. Also am meisten fuckt mich das mit der Level Cap ab. Oh! Der bessere Vigimug. Hock. Come on, bruh. Und der Regen auf der Route macht's nicht leichter. Das ist nur gestorben, weil ich gecrittet habe, Mann. Warum critte ich denn an so einer Stelle? Ach, den hätte ich jetzt auch noch bekommen. Den. Oh, ja, stimmt. Den Encounter kriege ich auch noch. Okay. Wrong Encounter. Wieder zu viel am Boombot genuckelt. Yo! Scheibenkleist. What the f? Wenn Scheiße kommt, dann kommt Scheiße. Yo, Tiger! Vielen lieben Dank für die 11 Monate. Willkommen zurück, Mann. Miss into crit. What do you mean, buddy? Level 10. Uff. Und es regnet. Ah. Effektspore? Schade. Okay, das ist wichtig, dass die landen. Okay, jetzt muss ich raus, weil Tackle jetzt wahrscheinlich zu viel Damage macht. Voll süß, wie es mit seiner Muschel die ganze Zeit rumspielt. Otaro, ey.
Da spielt es rum mit seiner Muschel. Guck doch. Die kann man nämlich abnehmen. Insomnia Sucking funktioniert immer noch im Jahr 2022. Und Pants hier. Ich hab nur Poop Pants. Muss halt gebufft wieder ran. Gebufft carried das. Ich bin Macholo, Macholo. Oh Mann, wie es da steht. We're still okay. Sorry, Sammy. Muss dich leider enttäuschen. Let's go, 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 let's go. Nee, oder? Das ist jetzt aber kein Klingflim, oder? Ah nee, Vanillite. Asamuni, Bing Chilling. Passt das überhaupt rein? Ins Bing Chilling. Ich glaube, der hat einen Flying Type. Wir starten einfach mal mit Bing Chilling. Ja. Right, here we go. Avalanche, Tediosa. Avalanche for damage. Oh no. Okay. Boah, der hätte seinen Angriff erhöhen können, ne? Der hätte seinen Angriff erhöhen können. Jesus. Drücken wir Ember. Müsste killen. Tickle. Bridge of gebufft. Low Kick. Und GG. Okay, guys. Ja, aber ich habe Roxanne nicht gemacht. Aber auch nur, weil Roxanne mich komplett auseinander nimmt wegen dem Archen. Ich weiß auch, die Level Cap. Wenn das Spiel das nicht hinkriegt, ist das nicht mein Fehler. Ich werde die halt spielen, wenn die rauskommen, ja. Das auf jeden Fall. Oh Gott, ich ahne Böses. Das Ding könnte Rock Smash haben, aber er hat 4 Pokémon. Geht eigentlich. Machen wir mal Avalanche. Thief. Oh, er klaut mir meine Beere. Und crittet mich. Glaube, der könnte Techniker haben. Aber ich habe auch nichts, was ich reinwechsel, ne? Attract! Seriously? Nice, okay. Yep. So, jetzt kommt Lillipup. So, Lillipup ist gefährlich. Bing Chilling! Effektspore? Nice. Schlaf? Poison. Ich weiß nicht, ob das the worst ist, aber besser als nichts. So, Workup. Okay. Er bufft sich jetzt um eine Stufe. Und ich misse Leech Seeds. Gut, dann gehe ich jetzt direkt auf Mega Drain. Weil jetzt ein zweiter Workup kommt. Das ist okay. Jetzt macht er statt 10 Damage 20 Damage. Heißt also, bei einem Crit bin ich tot. Er crittet einfach nicht. Er crittet einfach nicht, Smiley Face. Er wird einfach nicht critten. Smiley Face. Aber hier sehen wir, wie schön der Poison Damage natürlich jetzt gerade auch stackt. Ne? So, Tackle kommt. Trifft und... Nice.
Aber hier wäre halt natürlich auch Leech Seed super wichtig gewesen. Allein schon, um mich hier wieder hochzuheilen, ne? Oh, er setzt einen Trank ein. Umso besser. Dann machen wir hier keinen Verlust, sondern nur Plus, wenn wir heilen. Stimmt, Gegner können auch Tränke benutzen in dem Game. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist nicht Radical Red. Dann nochmal Mega Drain. Tackle kommt. Solange er nicht crittet, sind wir fein. Nice. Okay, zweites Pokémon down. Und das lief doch eigentlich auch wieder ziemlich gut. So. Pidoff. Okay, das ist jetzt nicht so toll. Da muss ich eigentlich schon auf Keck W gehen. Was anderes habe ich da nicht. Erkata. Don't do it. Erkata kann missen, außer die haben das geändert. Okay. So, wir gehen auf Flame Charge in der Hoffnung, dass wir langsamer sind und dann schneller werden. Aber wir sind im Vorfeld schon schneller gewesen. Kein Problem. Flame Charge doing work, Habibi. Ja, easy clap. Ist ja gar keine Challenge hier. Hätten wir vielleicht doch den Challenge Mode spielen müssen. So, und Munchlax. Sammy kommt auch nochmal. Gegen für Sammy habe ich mir etwas Besonderes überlegt. Hallo, Sammy! Na, Sammy, wie findest du den? Low Kick! Ha! Zack! Kein One-Hit, schade. Ich dachte vielleicht ein One-Hit. Gemein! Low Kick! Easy Clap. Mach Auto Carried gegen das dicke Mamfaxo. Ja. Und so einfach kann es sein, Leute. Und wir holen uns Orden Nummer 1. Und ja. Lief doch eigentlich wie geplant soweit. Scheiße. Das ist super, super schlecht. Oh no. Müsste sehr effektiv sein wegen dem Feentyp. Ich sehe, wie effektiv das ist. Water Pulse. Killt leider nicht One-Hit, aber verwirrt und... Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. So, sonst hätte ich echt Angst gehabt, dass der mir jetzt was wegnimmt, der Sponsley. So, Lombre, okay, das ist bad. Dann müssen wir eigentlich auf den Boy gehen und Avalanchen wir Mr. Mime. Okay, nice predicted. Aber das macht trotzdem so viel Damage. Was zum Teufel? Okay, eigentlich müsste ich auch den jetzt loswerden, den Lombre. Oh no. Bitte triff, bitte triff. Also. Okay, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Ich werde wahrscheinlich was verlieren hier. Weil ich meine Pokémon nicht vollgeheilt habe. Weil ich dachte, die werden nicht so schlimm sein. Ja. Pretty sure. Ja. Rip Mob. Ja, ich meine, ich bin selbst schuld. Ich hätte eigentlich einfach nur heilen müssen. Ja, ich hätte einfach nur heilen müssen. Bin ich selbst schuld. Ja. Jetzt kommen wahrscheinlich noch Blanas rein, ne?
Chilling, chilling. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde so random Wettereffekte komisch. Wobei das hier auf der Route ja nicht random ist, aber... Ja. GG! Also... Irgendwie fühle ich das Spiel nicht so. Aber habe ich ja schon im Vorfeld gesagt. Irgendwie fühle ich das Spiel nicht so. Ich finde es weird. Zwar mal wieder ein spannendes Erlebnis, so eine Nasenlock zu machen. Ich finde aber das Spiel irgendwie... Ich habe mir mehr erhofft. Wisst ihr, was ich meine? Als die Leute gesagt haben, Draiano macht eine Redux-Edition. Also entweder werde ich zu alt für sowas oder die Spiele sind halt nicht mehr an diesem Peak von früher, wie gesagt. Ne, die Spiele von früher, gerade was Quality of Life und so angeht, Fire Red, Radical Red. Ich weiß es nicht. Also ich habe mir irgendwie mehr erhofft, als die Leute gesagt haben, ganz viele Quality of Life Changes, mega, mega nice. Habe ich mir gedacht so, okay, krass. Da wird das ja so in Richtung Renegade gehen, beziehungsweise Richtung Radical Red. Aber ist ja überhaupt nicht der Fall. Ne? Weil ich glaube, damit das Spiel wirklich Reiz für mich hat, müsste ich, glaube ich, auch den Challenge Run spielen. Glaube ich. Weil das, was ich jetzt hier gespielt habe, das war irgendwie... Das habe ich irgendwie nicht so gefühlt. Also, ich überlege mir da nochmal was. Wir werden das auf jeden Fall nochmal machen. Aber ich glaube, ich spiele den Challenge Run. Da habe ich irgendwie ein bisschen mehr Lust drauf, weil... Das hat mich jetzt nicht so gereizt heute. Dann machen wir einen neuen Run im Challenge Mode. Dann kann ich zumindest auch sagen, das ist fair, wenn ich dann mit Docs arbeite. War ein super angenehmer, schöner Stream. Und wir machen, wie gesagt, dann einfach irgendwann nächste Woche mit dem Challenge Modus weiter. Und vielleicht fühle ich das dann ein bisschen mehr als den normalen Modus heute. Also, trotzdem war es nicht schlecht. Und hat vor allen Dingen auch Spaß gemacht. Also Leute, macht's gut, haut rein. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall zum nächsten Mal wieder. Euer Rigi. Bis dann.